meine Damen und Herren, Sigmar Gabriel vorzustellen, als der Eulen nach Athen zu tragen. Er ist eine der einflussreichsten Politikerpersönlichkeiten der beiden vergangenen Jahrzehnte und war in sehr vielen Funktionen politisch aktiv. Er war von 1999 bis 2003 niedersächsischer Ministerpräsident, von 2005 bis 2009 war er Bundesumweltminister, von 2013 bis Januar 2017 Bundeswirtschaftsminister und Bundesaußenminister, von 2017 bis 2018. Er war Vizekanzler von 2013 bis 2018 und von 2009 bis 2017 Vorsitzender der SPD und wurde 2019 zum Vorsitzenden der Atlantikbrücke e.V. gewählt. Ich kann mir also ehrlich gesagt keinen besseren Referenten für diesen Abend vorstellen. Persönlich kenne ich Sigmar Gabriel so etwa seit 2009, als Sie Vorsitzender der SPD geworden sind. Da haben wir uns immer wieder ausgetauscht über spannende wirtschaftspolitische Fragen. Insbesondere bei der Euro-Krise war ja der Austausch sehr intensiv. Und natürlich kommt der Kontakt auch daher, dass der Bundeswirtschaftsminister für den Sachverständigenrat zuständig ist. Und in meiner Tätigkeit als Mitglied des Sachverständigenrates haben wir auch viele spannende, teilweise auch lebhafte, teilweise auch kontroverse Diskussionen gehabt. Lassen Sie mich noch erwähnen, dass es nun schon das zweite Mal ist, dass Sigmar Gabriel zu einem Vortrag hier nach Würzburg gekommen ist. Und dafür möchte ich Ihnen ganz besonders danken. Ja, dann, lieber Sigmar Gabriel, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Professor Bofinger, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einladung. Die wichtigste Aufgabe in meinem Leben haben Sie nicht erwähnt. Das ist die, Vater von drei Töchtern zu sein, was dazu führt, dass ich heute Abend wieder zurück muss, weil ich die morgen in die Schule bringen muss. Also so ändern sich die Aufgaben im Laufe des Lebens. Bin gerne nochmal zu Ihnen gekommen, wobei ich gerade überlegt habe, was der Anlass des damaligen Besuches war. Und ich glaube, das war, dass ich damals ein Buch herausgegeben habe, das so lustig ist es eigentlich nicht, im letzten Jahr vom Verlag wieder aufgelegt wurde, weil es scheinbar sich ganz gut verkauft hat. Und das Buch ist im Jahr 2018 das erste Mal erschienen. Das hieß Zeitenwende. Zeitenwende in der Weltpolitik. Das war der Titel dieses Buches. Und ich weiß, dass es ein Grummeln hier im Saal gab, als ich im Rahmen der Vorstellung oder der Debatte gesagt habe, naja, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir Deutschen und wir Europäer, dass wir nicht die letzten Vegetarier in der Welt der Fleischfresser werden, weil wir mit dieser neuen Welt, in der Macht wieder eine wesentlich größere Rolle spielt als wirtschaftliche Interessen, schwer umgehen können. Da haben manche im Saal gesagt, was sagt er denn da? Dann habe ich auch noch gesagt, wir müssen kein Fleischfresser werden, aber vielleicht Flexitarier schon. Ich glaube, dass wir in der Tat, das die eigentliche Transformation unserer Welt ist, dass wir am Ende mindestens von 30 Jahren, ich glaube für die Bundesrepublik Deutschland von mehr als 70 Jahren, Vorrang der Geoökonomie stehen. Geoökonomie stand im Mittelpunkt vor allen Dingen der letzten 30 Jahre, vermutlich noch viel stärker, also die Arbeitsteilung, die wirtschaftliche Integration der Welt. Und dass die Geopolitik zurück ist. Geopolitik schlägt wieder Geoökonomie. Staaten sind sogar bereit, wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um an politischer Macht zu gewinnen. Das ist etwas, was in der Vorstellungswelt unseres Landes eigentlich gar nicht mehr vorgekommen ist, sondern wir waren auch, weil wir gute Erfahrungen damit gemacht hatten, zu der Überzeugung gekommen, dass je stärker die wirtschaftliche Integration ist, desto weniger gefährlich wird die Welt, desto stärker können wir uns auf Stabilität und Frieden verlassen. Das ist die ganze Geschichte der Europäischen Union, die ist so entstanden. Das ist die Lehre aus zwei Weltkriegen. Und wir haben, das muss man wohl zugeben, ein bisschen zu allgemein diese sehr deutsche und sehr europäische Erfahrung auf die Welt übertragen. Und uns ist dabei entgangen, dass es in der Welt Kräfte gibt, die nach einer anderen Logik funktionieren und bei der ökonomischer Gewinn
oder Prosperität keine oder jedenfalls keine große Rolle spielen. Natürlich sehen wir das jetzt bei Russland. Russland empfindet Sanktionen als so eine Art Großmachtsteuer, die man halt bezahlen muss, wenn man mitmischen will bei den Großen. Aber man hat es auch schon vorher gesehen. Die Brexiteers in Großbritannien wussten, dass es wirtschaftliche Nachteile für sie hat, aus der Europäischen Union auszutreten. Das wussten die. Und sie haben es trotzdem gemacht, weil Take Back Control natürlich der Schlachtruf war, mit dem man die Eigenständigkeit auch von Global Britain in der Welt zurückerobern wollte und diese lästige Einbindung in die Europäische Union hinter sich lassen wollte. In Amerika haben 70 Millionen Menschen einen Präsidenten gewählt, von dem viele wussten, dass seine erneute Wahl ihnen ökonomische Nachteile bringen wird, nämlich zum Beispiel die Abschaffung der Krankenversicherung. Es gibt Millionen von amerikanischen Wählerinnen und Wählern, die wussten, wenn wir den wählen, hat das wirtschaftlich für uns Nachteile. Sie haben es trotzdem gemacht, weil die Idee von America First und sozusagen einer neuen globalen Rolle der Amerikaner überzeugender war als die ökonomische Auseinandersetzung. Woher kommt das, dass wir in einem solchen Zeitalter der Rückkehr der Geopolitik leben? Hat natürlich was damit zu tun, dass wir Zeitzeugen sind einer wirklich tektonischen Veränderung in den Achsen der Welt, in den wirtschaftlichen Achsen, in den politischen und in den militärischen Achsen. 600 Jahre lang dachten wir, und das war ja auch, stimmte ja auch, dass wir sozusagen als Europäer, insbesondere als Transatlantiker, im Guten wie im Schlechten die Welt bewegt haben. Im Guten durch die Entdeckung Amerikas, durch die Aufklärung, die von Europa aus in die Welt ging. Im Schlechten Kolonialisierung, Sklaverei, technische Erfindungen, aber eben auch zwei Weltkriege. Der Atlantik war sowas wie das Gravitationszentrum der Welt. Dadurch verliefen die wichtigsten Wirtschaftsachsen und Handelsachsen, die politischen Achsen und auch die militärischen Achsen. Und dieses Zeitalter ist zu Ende gegangen. 600 Jahre Europa-Zentriertheit in der Welt sind endgültig zu Ende gegangen. Und stattdessen haben sich diese Achsen längst in den Indo-Pazifik verlagert. Mehr als 60% der Menschheit lebt dort. Mehr als 60% des Weltsozialprodukts wird dort erarbeitet. 2/3 des Wachstums kommen aus dieser Region. Und diese Veränderungen haben natürlich insbesondere bei einer Nation nachhaltig Spuren hinterlassen. Der Nation, die für Stabilität und internationale Ordnung in den letzten 70, 80 Jahren am meisten sich zuständig gefühlt hat, nämlich an den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir hatten uns ja auf das Modell eingelassen, das letztlich die Amerikaner, die Briten und die Franzosen vorgeschlagen haben, nämlich America in, Russians out, Germans down. Also Amerika, obwohl ein paar tausend Kilometer entfernt, wird zur europäischen Macht nach dem Zweiten Weltkrieg. Die kommunistische Sowjetunion draußen halten und die Deutschen unter Kontrolle. Das muss man verstehen, nachdem dieses Land Ursache von zwei Weltkriegen war. Und die beiden Instrumente, mit denen man das machte, war die Europäische Union und die NATO. Dass die NATO immer einen Vier-Sterne-General der Vereinigten Staaten von Amerika hat, der zugleich immer Oberkommandierender der amerikanischen Streitkräfte in Europa ist, das ist nicht zufällig, das ist gewollt so. Es war auch lange Zeit gewollt so, dass die Vereinigten Staaten 2/3 der Verteidigungsausgaben Europas tragen. Das ist in den letzten Jahren in die Kritik gekommen, wie ich glaube, zu Recht, weil man den Amerikanerinnen und Amerikanern schwer erklären kann, dass beide Volkswirtschaften ungefähr gleich groß sind, sie aber 2/3 unserer Verteidigungsausgaben tragen sollen. Aber in der Vergangenheit war das gewollt, weil die Amerikaner nicht so sicher waren, was passiert, wenn wir die militärischen Mittel selbst in den Händen halten. Die Historie Europas hat eher gezeigt, dass das meistens schief geht. Amerika war ein bisschen zusammen mit Frankreich und Großbritannien, weil das Mitglieder des Weltsicherheitsrats waren. Aber Amerika hat quasi die internationale Ordnung für die demokratischen Industriestaaten der Welt aufrechterhalten. Alles, was sie so kennen an internationalen Organisationen, der IWF, die Weltbank, die Welthandelsorganisation, selbst die UNO, entspringt der Idee der Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Welt am besten auf der Basis von Institutionen und von Verträgen zusammenarbeiten soll, um Konflikte so zu lösen und nicht durch Waffengewalt.
Was auch stimmt, ist, dass die Amerikaner häufig genug gegen diese eigene Idee verstoßen haben. Also der völkerrechtswidrige Irakkrieg, der Vietnamkrieg, die Intervention in Lateinamerika. Aber im Kern ist diese Idee lange Zeit als Wilsonian Era bezeichnet worden. Woodrow Wilson war amerikanischer Präsident vor dem Ersten Weltkrieg und hatte die Idee solcher internationalen Institutionen entwickelt, weil er die Gefahr dauerhafter Konflikte auf die Welt zukommen sah. Er hat letztlich erst einen späten Erfolg gefeiert, lange nach seiner Präsidentschaft, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber diese Idee, dass man die Welt irgendwie in institutionalisierte Formen einbinden muss, um die Konflikte wenigstens zu minimieren, das ist eine sehr amerikanische Idee, die wir auch häufig Liberal Order nennen. Und selbst in Zeiten, in denen die Sowjetunion existiert hat, waren diese Institutionen wesentlich für das Funktionieren der Welt verantwortlich. Und die Amerikaner haben sich dafür verantwortlich gefühlt. Barack Obama hat das mal mit dem Begriff umschrieben, America als indispensable nation, als eine unverzichtbare Nation, von der aus letztlich die globale Ordnung aufrechterhalten wird. Und seit geraumer Zeit merken die Amerikaner, dass sie vermutlich nicht mehr beides können, nämlich führende Wirtschaftsnation sein und die globale Ordnung aufrechterhalten. Sie merken, dass ihnen mit China ein Konkurrent herangewachsen ist, auf den sie sich konzentrieren müssen und nicht mehr sozusagen für vieles in der Welt zuständig sein können. Das kommt zusammen mit dem Gefühl vieler Bürgerinnen und Bürger in den USA, dass sie raus wollen aus den unendlichen Kriegen, in denen Amerika war, nicht mehr die Rolle des Weltpolizisten spielen wollen. Und übrigens in Europa und in Deutschland ist das ja immer gefordert worden, die Amerikaner sollen mal aufhören, den Weltpolizisten zu spielen. Und jetzt erleben wir, dass da, wo der Polizist die Straße verlässt, es richtig wie im ordentlichen Western ist, dann erscheinen die Gangster. Das können Sie im Mittleren Osten ganz gut sehen. Unter Obama hat der Rückzug zum Beispiel in Syrien begonnen. Es ist fortgesetzt worden unter Trump und unter Biden. Und in der internationalen Politik gibt es nie ein Vakuum, sondern da, wo jemand geht, kommt jemand Neues. Und es kommt die Türkei, es kommt Russland, es kommt China, es kommt der Iran, andere autoritäre Strömungen. Die Einzigen, die nicht kommen, sind wir Europäer. Auf uns setzt in diesen Räumen auch niemand, weil wir in den letzten Jahrzehnten keinerlei Machtprojektion entwickelt haben. Denn wir sind ja aufgrund unserer eigenen Lebenserfahrung jedenfalls bis vor ein paar Wochen der Überzeugung gewesen, dass ökonomische Integration am Ende das beste Mittel ist, um die Welt stabil zu halten. Die Vereinigten Staaten jedenfalls ziehen sich aus ihrer Rolle sozusagen in der globalen Ordnung zurück, bis hin dazu, dass sie zuständig waren für sowas wie Freedom of Navigation, also die Freiheit der Seeschifffahrt, die für ein exportorientiertes Land wie die Bundesrepublik oder Europa von enormer Bedeutung ist. Und wollen sich auf diesen Konflikt mit China konzentrieren. Das ist sozusagen Amerikas Mainstream. Und eigentlich kommt ihnen der Krieg mit Russland überhaupt nicht zu Pass. Das ist vermutlich auch der Grund, warum Wladimir Putin ihn begonnen hat, weil er gesehen hat, dass Amerika selbst eine tief gespaltene Nation ist, dass sie sich auf China konzentrieren wollen. In Europa hatte ein Präsident Macron erklärt, die NATO sei hirntot. Die Europäische Union war zerstritten, was Finanz- und Wirtschaftsfragen angeht zwischen Nord und Süd und was Rechtsstaatlichkeit angeht zwischen Ost und West. Und es schien einfach ein günstiger Zeitpunkt, das zu realisieren, was er machen will, nämlich in dieser beginnenden Neuordnung der Welt eine Rolle zu spielen. Denn das Enden der Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkriegs, die wir gerade erleben mit etwas Verspätung, hat noch nicht gezeigt, wie denn die neue Weltordnung aussehen soll. Das ist noch völlig offen. Ein amerikanischer Analyst, Ian Bremmer, nennt den Zustand, in dem wir heute sind, die G-Zero World. Also nicht G20 oder G7 oder gar die UNO, sondern G0. Eine Welt ohne globale Ordnung und auch ohne globale Ordnungsmacht. Und in dieser Situation werden wir uns vermutlich noch eine Weile befinden, wenn Sie fragen, was steht uns für eine Transformation bereit? Natürlich die der sozusagen Kohlenstofffreiheit, die Fragen der Digitalisierung, der Demografie. Vor allen Dingen aber steht uns bevor die Transformation in eine noch nicht klare neue Weltordnung, wie die aussehen soll. Dass die alte zu Ende gegangen ist,
ist ein Stück Normalität. Sie ist geschaffen worden zu einem Zeitalter, als zu einem Zeitpunkt, wo Länder wie China oder Indien oder die Staaten Afrikas Entwicklungsländer genannt wurden, wenn man sie höflich bezeichnet hat. Die unhöflichere Bezeichnung war Dritte Welt. Und entsprechend hat man sie behandelt. Sie haben bei der sozusagen Ordnung der Welt bis hin in den UN-Sicherheitsrat letztlich keine Rolle gespielt. Und damit sind weder Chinesen noch Inder noch Afrikaner einverstanden. Und man muss nicht mit allem zustimmen, was China sich so vorstellt an neuer Weltordnung, aber dass ein 1,4 Milliarden Volk bei der Ordnung der Welt eine Rolle spielen muss, das würde ich erstmal als was ganz Normales empfinden. Und so gibt es jetzt vermutlich eine Phase, wenn hoffentlich nicht viel mehr als eine Dekade, aber so lange wird es sicher dauern, in der die Welt ringt um die Frage, wie soll eigentlich diese neue Weltordnung aussehen? Und die beiden Hauptantipoden dabei sind die USA und China, und Russland will und wollte die dritte Rolle dabei spielen. Das kann man aber nicht, wenn man mal gerade über das eigene Land herrscht, sondern die Vorstellung war, dass Russland in seine alte Rolle zurückkommen will, die sozusagen einer europäischen Großmacht. Eurasien ist der Blick des russischen Präsidenten. Und er denkt dabei nicht an die alte Sowjetunion, sondern eher an das Zarenreich. Mir hat gerade ein bulgarischer Intellektueller gesagt, wer sich die Rede Putins anhört zur Begründung des Krieges oder auch jetzt zum 9. Mai, der erinnert sich eher an die Reden weißer Generäle, die sozusagen den Zaren gegen die russische Revolution verteidigt haben. Das steckt eher in den Gedanken, bei dem es eben keinen ukrainischen Staat im Zarenreich gab, auch keinen weißrussischen, sondern einen russischen Staat, bei dem Nationen keine eigene Existenzberechtigung haben und ein Land, das in Europa über Jahrhunderte Großmacht war. Das ist Russland seit spätestens 30 Jahren nicht mehr. Denn das Land ist nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs ist es auf den Status eines Energielieferanten herabgesunken. Russland, ein Land, das vorher dominierenden Einfluss auf die europäische Entwicklung hatte, nicht den einzigen, aber einen großen Einfluss, sozusagen ein Lieferant für Öl und Gas, aber auf die politische, auf die ökonomische Entwicklung Europas hatte Russland in den letzten 30 Jahren keinerlei Einfluss. Und das will der russische Präsident ändern. Er will in dieser sozusagen Rolle einer europäischen Großmacht in dem Konzert mit zwei anderen, nämlich mit den USA und China, auch eine Rolle spielen bei der Frage, wie die Welt neu geordnet wird. Es ist auch ganz interessant, wo die sich treffen, die der Meinung sind, dass diese Weltordnung, die wir bislang hatten, abgeschafft gehört. Das ist der sogenannte Shanghai-Club, die Shanghai-Gruppe. Da treffen sich Länder, die ansonsten spinnefeind sind. Indien und Pakistan zum Beispiel. Oder China und Russland, das sind keine befreundeten Länder. Also als ich ein bisschen jünger war als die Studierenden hier im Saal, da gab es Grenzkriege am Ussuri zwischen Russland und China, im Krieg geführt gegeneinander. Und eine ganze Reihe anderer Länder, die ansonsten militärische, politische, ökonomische Gegner sind, treffen sich in der Shanghai-Gruppe, und zwar als Gegenpol zu den G7, weil sie eins gemeinsam haben, die Ablehnung dessen, was wir westliche Ordnung nennen oder den Westen. Der Westen ist ja keine geografische Bezeichnung. Der Westen ist eine normative Idee. Er geht davon aus, das ist das, was die westlichen Staaten geeint hat, dass jeder Mensch frei geboren ist. Dass der Staat nicht Freiheitsrechte verleiht oder entziehen kann, sondern dass sozusagen dadurch, dass sie Mensch sind, ihnen bestimmte Rechte zustehen und dass sich daraus eine freiheitliche, eine liberale, eine rechtsstaatliche, demokratische Ordnung entwickelt. Das ist eigentlich die Idee, die man früher unter dem Begriff Westen zusammengefasst hat. Für diese Länder ist der Westen sind ihre früheren Kolonialstaaten. Das sind Staaten, von denen diese Länder ausgehen, dass sie eher in der Dekadenz befindlich fühlen. Und alles, was wir zum Beispiel in den letzten Jahren an liberaler Debatte im Land hatten über die Frage, wie gehen wir mit Bezeichnungen für Männer und Frauen und andere Geschlechter um, wie gehen wir mit der Ehe für alle um, das ist in diesen Ländern, wird es verachtet. Und wird sozusagen als Beispiel für westliche Dekadenz angesehen. Die Tatsache, dass wir in Wahrheit nicht verteidigungsfähig sind in Europa, wird als Beispiel der Dekadenz angesehen. Ich habe mal in einem chinesischen Treffen mit chinesischen Politikern abends im Restaurant gesessen, da laufen immer irgendwelche Fernseher mit, und dann gab es gerade einen Bericht des chinesischen Fernsehens über den Streit im Unterhaus in Großbritannien über den Brexit.
dann zeigten meine chinesischen Gesprächspartner auf diesen Bildschirm und sagten hier. Ich sage, ja, ich weiß, das ist die Debatte. Nee, nee, sagte er, das seid ihr. Und mit ihr meinte der den Westen. Ich sage, das seid ihr. Ihr, die nicht mal in der Lage seid, euer eigenes Europa zusammenzuhalten. Ihr wollt uns Vorschriften machen, wie wir zu leben, zu arbeiten und unsere Gesellschaft aufzubauen haben. Ihr, die sozusagen bei euch nichts zustande kriegt, ihr sagt uns, wie wir unser Land regieren sollen. Das ist sozusagen die Haltung, ein bisschen zugespitzt. Ihr, die ihr 20 Jahre braucht, um einen Flughafen in Berlin zu bauen, werft uns vor, wie wir sozusagen unsere Wirtschaft aufbauen. Wir schaffen sowas für die doppelte Anzahl von Passagieren in 4 Jahren. Also von sozusagen einer früher mal zu spürbaren Wertschätzung, auch Hochachtung zum Beispiel gegenüber deutscher Ingenieurskunst oder gegenüber den Fähigkeiten Europas, ist fast nichts mehr zu spüren, sondern das Gegenteil ist zu merken. Und diese Auseinandersetzung zwischen Staaten, die diese Weltordnung, wie wir sie bisher hatten, ablehnen und sozusagen denen, die jedenfalls liberale Weltordnung nach wie vor für und Multilateralismus für richtig halten, die steht uns bevor oder wir sind mittendrin. Und sie wird uns in ein Zeitalter führen von, wie ich vorhin gesagt habe, mindestens 10 Jahren, wo die eigentliche Aufgabe sein wird, dass wir mit Unsicherheiten, mit Dynamiken, die nicht vorhersehbar sind, mit Instabilitäten umgehen müssen. Etwas, was wir nicht können bislang. Das ist für uns in Deutschland und für Europa etwas, wo wir sozusagen keine Fähigkeiten, keine Skills für entwickelt haben. Und das hat was damit zu tun, dass wir die Welt eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen haben, gerade wir Deutschen nicht. Es gibt eine interessante Auseinandersetzung mit der Frage, was ist da eigentlich in den Interviews passiert? Für die Bundestagswahl sind ja die Kandidatin und die beiden Kandidaten 300 Minuten lang von deutschen Journalisten, und zwar von der Spitze des deutschen Journalismus, befragt worden. Von den 300 Minuten ging es ganze 15 Minuten um die Welt und davon nur ausschließlich über Afghanistan. Der Rest ging nur über den deutschen Bauchnabel. Und das ist natürlich eine gefährliche Sichtweise. Wenn Sie die Welt nur aus dem Augenwinkel wahrnehmen, dann werden Sie gelegentlich überrascht, wenn die auf einmal im Zentrum Ihres Blicks steht und Sie nicht mehr dran vorbeigucken können. Und das passiert uns gerade. Und die Frage wird sein, wie gehen wir mit diesen Unsicherheiten und Instabilitäten um, weil Unsicherheiten und Instabilitäten es nun mal an sich haben, dass es schwer ist, vorauszusehen, wie die sich entwickeln. Der britische Premierminister Macmillan ist mal gefragt worden von einem Journalisten, was denn seine Politik bewegt. Und der Journalist dachte, jetzt kommt eine gewaltige Antwort. So ein Politiker gibt ja immer große Begründung für das, was er tut. Und die Antwort von Macmillan war, Events, my boy, Events. Sozusagen Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind. Wie gehen wir damit um? In welcher Art und Weise handeln wir das? Und dafür gibt es für uns in Deutschland und in Europa eigentlich nur eine einzige Antwort. Und das ist das stärkere Zusammenwachsen dieses Europas. Das ist die einzige Antwort, die wir geben können, damit wir in diesem Ringen um die nächste Weltordnung nicht irgendwie am Spielfeldrand stehen. Das sagt noch nichts über die Frage aus, was denn bei dieser Einigkeit herauskommen soll. Also, da bin persönlich sehr skeptisch, ob ich in meinem Leben noch eine europäische Armee erleben werde, weil ich habe immer den Eindruck, in Europa und in Deutschland wollen immer alle gleich beim Masters-Golfturnier mitspielen, aber wir sind noch nicht mal in der Lage, Minigolf hinzukriegen. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit Kanada seit 5 Jahren im Deutschen Bundestag liegen. Das wird nicht verabschiedet, weil wir eine ganz schräge Debatte haben über die Frage, ob das nicht das Einfallstor für Chlorhühner aus den USA oder so ein Quatsch sind. Kanada ist ein Land, das ist europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Aber wir schaffen es nicht, ein kleines Freihandelsabkommen im Deutschen Bundestag zu ratifizieren, wollen aber eine europäische Armee. Mein Vorschlag wäre, erst Minigolf üben und dann fürs Masters-Golf-Turnier mitmachen. Und dafür gibt es ein paar Dinge, über die Herr Bofinger mehr weiß als ich, nämlich die Stärken, die wir haben, zu stärken. Das Wichtigste ist, diesen europäischen Binnenmarkt weiter auszubauen. Der ist ja bei weitem nicht am Ende. Wir sind als Europäer nicht überall in der Welt deshalb so beliebt wegen unserer Werte. Das mag es auch geben. Aber die große Wertschätzung gegen Europa hat was mit seiner ökonomischen Stärke zu tun. Und die wiederum hat was zu tun mit dem Binnenmarkt. Etwas, was für viele Menschen irgendwie technokratisch sich anhört, Kapitalmarktunion. Ich glaube, dass wir sowas brauchen, weil wir sonst erleben werden, dass amerikanische Investmentbanken die einzigen sind, die bei uns noch sozusagen größere Unternehmensentwicklungen finanzieren können.
Also wir sind längst nicht am Ende bei der Integration des Binnenmarktes. Und ich glaube, dass wir parallel dazu versuchen müssen, sowas wie eine gemeinsame Außenpolitik zu entwickeln. Das braucht man übrigens, bevor man eine gemeinsame Verteidigungspolitik hat. Erstmal muss man den gemeinsamen Blick auf die Welt haben, bevor man sagt, wo man an welcher Stelle welches Mittel einsetzen will. Das gibt es bis heute nicht. Wir in Libyen zum Beispiel unterstützt Deutschland und Italien die völkerrechtlich anerkannte Regierung in Tripolis und Frankreich den Bürgerkriegsgegner General Haftar. Und alle drei beklagen sich darüber, dass die Libyer nicht in der Lage sind, ihre Grenzen zu kontrollieren und den Menschenhandel zu unterbinden. Naja, im Bürgerkrieg ist das schwierig. Also die gleiche Sicht zu entwickeln, und ich finde die Vorschläge von Macron, sowas wie einen europäischen Sicherheitsrat zu bilden, ausgezeichnet, damit wir mal, und zwar zusammen mit den Briten, obwohl sie nicht in der EU sind, einfach um eine gemeinsame Sicht auf die Welt zu entwickeln und auch gemeinsam zu agieren. Ich glaube, das sind sozusagen die Transformationsschritte, die uns bevorstehen. Ich glaube nicht, dass wir auf Dauer daran herum können, aus dem Euro sowas wie eine internationale Reservewährung zu machen. Auch davon versteht Herr Bofinger mehr als ich, aber wir haben erlebt, wie wir, wenn wir in die Nähe von exterritorialen Sanktionen der USA kommen, zum Beispiel gegen den Iran, wie wenig wir eine Chance hatten, uns dagegen zu wehren, obwohl wir diese Sanktionen für völkerrechtswidrig gehalten haben. Sie haben kein Kreissparkassendirektor Deutschlands hätte sich gewagt, ein Iran-Geschäft zu machen, weil sozusagen er erstens vermutlich dann den Geltungsbereich des Grundgesetzes besser nicht verlassen hätte und zweitens, weil sämtliche Banken im Dollar refinanziert sind. Und deswegen sind wir ökonomisch nicht souverän. Ich persönlich bin froh darüber, dass wir in Amerika einen Präsidenten haben, der an der Seite Europas mit einer fremden Macht, Russland, für die Interessen Europas streitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nach 2024 noch der Fall sein wird. Ich habe den Außenminister Donald Trumps kennenlernen dürfen, als er mir sagte, die Ukraine, das könnt ihr von der Tagesordnung streichen, das geht uns nichts an. Das ist ein europäisches Problem und kein amerikanisches und japanisches. Das stand auf der Tagesordnung G7, wollten die Amerikaner streichen. Das heißt, wir werden viel dafür tun müssen, dass wir, wo immer es geht, mit Amerika zusammenarbeiten, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass das immer funktioniert. Und wir werden ja nachher vermutlich auch ein bisschen über die Frage reden, wie gehen wir eigentlich mit China um und mit anderen Teilen der Welt? Wie sichern wir unsere Energiereserven? Das alles werden wir auch, die Deutschen, nicht alleine tun können, sondern es wird der europäische Verbund sein müssen, in dem wir agieren. Das, glaube ich, ist nach wie vor die wichtigste Transformationsaufgabe, sich den ökonomischen, den politischen und den sicherheitspolitischen Herausforderungen einer stärkeren europäischen Integration zu stellen. Und damit meine ich nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, von Europa. Ich glaube, das sind Vorstellungen, die sozusagen lange, lange Zeit brauchen, weil nach wie vor ist es so, dass das, was bei uns sich als immer so ein bisschen gefährlich mitschwingt, der Begriff der Nation ist bei uns immer ganz nah am Nationalismus. Da gibt es andere in Europa, da ist der Begriff der Nation identisch mit Freiheit. Wenn Sie mit einem Polen reden, die haben 200 Jahre lang darum kämpfen müssen, überhaupt eine Nation sein zu dürfen. Wenn Sie denen jetzt kommen und sagen, die gute Idee der Woche ist, das schaffen wir ab und wir machen die Vereinigten Staaten von Europa, dann können die nur sozusagen Ihnen empfehlen, zum Arzt zu gehen. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wie man darüber redet, aber sozusagen eine stärkere Integration, dafür muss man keinen sozusagen gemeinsamen Staat schaffen, sondern es hängt letztlich vom Willen der Mitgliedstaaten ab. Und uns sollte der Überlebenswille in dieser Welt dazu treiben, diesen Willen zu entwickeln. Und auf die Deutschen wird es sehr stark ankommen, weil wir nun mal das größte Land sind, die größte Volkswirtschaft in der Mitte Europas. Und sozusagen, wenn es bei uns schwierig ist, wenn es bei uns vibriert, dann bebt es meistens in anderen Teilen Europas schon. Das wird für uns nicht einfach, weil bei uns steht eine Transformationsaufgabe bevor, die unser bisheriges wirtschaftliches Erfolgsmodell in Frage stellt. Denn das ist in der Tat eine auf die Integration in die Weltwirtschaft organisierte Volkswirtschaft zu sein. Kein Land der Erde ist so in die internationalen Wertschöpfungsketten integriert wie Deutschland. Wir beziehen Rohstoffe aus aller Welt, haben Fertigungsstätten in aller Welt, wir haben High-End-Produktion zu Hause. Keiner ist so integriert in die Fertigungsstätten. Wir bilden die auch alle im eigenen Land ab. Das macht kaum jemand in Europa. Und wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass es dafür möglichst wenig Hindernisse gibt. Jetzt auf einmal kommen sozusagen alte Handelskonflikte zurück, es kommt Krieg zurück, es gibt
Debatten über Deglobalisierung. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil die Deglobalisierung immer als erstes die Ärmsten treffen wird. Die, die von der internationalen Arbeitsteilung als ärmste Länder der Erde profitieren, die werden die Ersten sein, die Jobs verlieren, wenn es zur Deglobalisierung kommt. Ich vermute, es geht eher darum, dass wir uns so in etwas hinein transformieren, was man hybride Globalisierung nennen kann. Also mit Teilen der Volkswirtschaften, die nach wie vor international Waren, Dienstleistungen, Rohstoffe handeln und andere Teile, die sozusagen sich möglicherweise aufspalten, nämlich dort, wo es um Digitalisierung, künstliche Intelligenz geht. Da kann es gut sein, dass es mehrere Systeme gibt, mindestens zwei, sozusagen das der Vereinigten Staaten von Amerika und das von China, und man sich entscheiden muss, hinter welchem man stehen will oder ob man beide adaptieren will. Also ich glaube eher, es geht so ein bisschen in eine Richtung einer hybriden Globalisierung. Und natürlich wird die Digitalisierung dazu beitragen, dass Onshoring und Relokalisierung wieder ein Stück zunimmt, weil einfach das Auslagern von Arbeit der Arbeitskosten wegen weniger attraktiv ist. Solche Entwicklungen wird es geben, aber dass das gleich dazu führt, dass wir uns deglobalisieren, habe ich große Zweifel. Ich habe auch Zweifel daran, ob das der Schlachtruf vom Decoupling wirklich funktioniert. In Amerika ist das ganz interessant. Da wird seit Jahren über Decoupling von China geredet. Wenn Sie mal genau hingucken, dann sehen Sie, dass 10% der amerikanischen Unternehmen das reduziert haben, ihr Engagement mit China. 50% bleiben gleich und 40% haben es gesteigert. Es wäre auch überraschend, wenn das größte kapitalistische Land der Erde den größten Markt der Erde links liegen lassen würde. Also vermutlich bewegen wir uns in eine Welt rein, bei der wir versuchen, die Balance zu finden zwischen Bereichen harter Konfrontation, Menschenrechte, Taiwan, freie Seeschifffahrt in der südchinesischen See, um mal ein paar Themen zu nennen, einem anderen Bereich, wo wir harten Wettbewerb haben, aber wo wir nicht wollen, dass der andere in die Knie geht. Die Vereinigten Staaten haben kein Interesse an Regime-Change in China und umgekehrt auch nicht. Warum? Weil sozusagen der Niedergang einer der beiden Volkswirtschaften immer gleichbedeutend damit wäre, dass die andere Volkswirtschaft ebenfalls einen Niedergang vor sich hat. Also Wettbewerb, ja, aber nicht totale Konfrontation. Und es wird einen dritten Bereich geben. Da brauchen wir für die großen Aufgaben der Transformation in anderer Hinsicht, insbesondere im Klimawandel, aber bei der Pandemie, bei der Frage, wie stoppen wir die fortschreitende Proliferation mit Nukleartechniken zum Bau von Atomwaffen, brauchen Sie Kooperation. Also Confrontation, Competition, aber auch Cooperation. Wir können ohne China das Klimaproblem nicht in den Griff bekommen. Wir werden ohne China und andere Länder Pandemien und Global Health nicht sozusagen verbessern können. Und wir werden ohne diese Länder auch nicht die Proliferation von Nuklearwaffentechniken verändern können. In diese Welt, in der nicht alles schwarz-weiß ist, in der es Unsicherheiten, Instabilitäten, Unklarheiten gibt, in die steuern wir hinein. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, sozusagen die Balance zwischen diesen drei Feldern zu suchen und zu halten. Jedenfalls vermute ich, dass die nächsten 10 Jahre uns eher in so eine Welt hinein verändern, als dass wir irgendwie schon Klarheit darüber hätten, wie denn die Weltordnung des 21. Jahrhunderts am Ende aussehen soll. Das ist meine Vorstellung von Transformation. Das ist jetzt keine überschäumend optimistische, das ist aber auch keine pessimistische, weil ich glaube, die Europäer haben in der Tat ein Beispiel dafür, dass das gelingen kann. Denn bei allen Schwierigkeiten, vor denen wir jetzt stehen, muss man sich doch nochmal erinnern, vor welchen Schwierigkeiten die standen, die nach 1945 Europa aufgebaut haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg, in Italien, in Frankreich so unheimlich populär war, als deren Staatsmänner waren das, damals kamen und sagen, wir bauen jetzt mit den Deutschen gemeinsam Europa auf. Ich glaube nicht, dass das populär war. Wir waren ja gerade noch sozusagen brandschatzend durch diese Länder gezogen. Und trotzdem machten die das. Und es ist doch wirklich ein großes Wunder oder vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, zu was Menschen fähig sind, wenn sie es wollen. Nämlich in weniger als einer Generation von erbittertem Hass zur Partnerschaft und in großen Teilen sogar Freundschaft zu kommen. Wir haben nicht mal ein Menschenleben gebraucht, um aus Auschwitz nach Straßburg zu kommen. Das ist, finde ich, nach wie vor ein unglaublich optimistisches Beispiel. Und ich finde, das muss jedenfalls Europäern Mut machen. Aber die Welt wird
wesentlich unbequemer, als wir sie uns in den letzten Jahren gemacht haben. Das heißt nicht, dass wir zwangsläufig Wohlstandsverluste oder soziale Auseinandersetzungen haben, aber sozusagen nochmal von 300 Minuten, 15 Minuten nur für die Welt und den Rest für uns selbst, das wird wohl nicht mehr reichen. Und das merkt die Regierung ja auch gerade. Es ist ja, wenn es nicht so ernst wäre, wäre es ja schon fast eine putzige Ironie, dass da drei zusammensitzen, die jetzt jeder für sich das Gegenteil von dem machen müssen, was sie machen wollten. Die Sozis müssen Waffen kaufen und ausliefern. Die Grünen sorgen sich um die Frage, wo kriegen sie denn Kohlenwasserstoffe für Energie her? Und die FDP unterschreibt ständig Schuldchecks. Der britische Premier Macmillan würde sagen, Events, my boy, Events. Das Nicht-Vorhersehbare zeigt erst, ob sie politikfähig sind. Ob sie mit dem klarkommen können und umgehen können, das sie nicht vorherahnen konnten. Das ist eine große Aufgabe und ich finde, so schlecht macht das unsere Regierung eigentlich nicht. Ich weiß, dass die Kommunikation gelegentlich schwer zu durchschauen ist. Das ging aber anderen vor Ihnen auch schon so. Aber in der Sache muss ich sagen, ist mir eigentlich lieber, ich habe eine nachdenkliche Regierung, die sozusagen die Entscheidung abwägt, als eine, die mit, also mit heißem Herzen muss man in die Ukraine schauen, aber ich glaube auch mit kühlem Kopf. Und das scheint ganz gut zu gelingen. Und solange wir uns im Europäischen Verbund und innerhalb der NATO bewegen, mache ich mir auch keine allzu großen Sorgen. Aber so gefährlich, wie die Welt gerade ist, war sie schon lange nicht mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.